Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ass Reiter und wir sind in Folge 120 von Avorion. Ja, wir haben den Auftrag hier jetzt, den Botan zu finden. Das hatte der Thomas Steele mir auch geschrieben. Ich muss da die Leute für fragen, die mir dann sagen, wo ich den finde. Das Nest wird irgendwo sein. Er meint, es könnte natürlich auch sein, dass das Nest nicht mehr da ist, weil es in irgendeinem Riss gelandet ist. Das weiß ich nicht, ob die Risse zuerst kommen und dann. Das ist aber wäre dann ärgerlich, weil dann finden wir das Nest nicht. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, dass wir Botan auf jeden Fall finden. Gut, ja, sonst hat er auch noch einiges geschrieben, dass sich das mit den unbewaffneten, bewaffneten und weiß ich, wie sie heißen, Defensiven hier natürlich irgendwie so ein bisschen alles durcheinander geworfen habe. Das kann sein. Ich habe jetzt nachher auch noch gedacht, so unbewaffnete, die müssen ja gar nicht drauf, die würden besser vielleicht an der Mine sein, ne? Oder? Aber lassen wir jetzt erstmal so, wir werden jetzt da mit dem Ding erstmal gucken, dass wir da Botan finden und dann geht es da erstmal voran. Genau. Und ja, wir haben auch, warte mal, haben wir die noch? Dann müssen wir mal gerade reingucken. Hier sind da noch fünf Waffen, die gleich sind. Fünf gelbe zu einem roten machen. Aber ich glaube, ich habe sie alle vertickt jetzt, ne? Dann ist das halt so auch nicht schlimm jetzt, ne? Gut, und was war noch? Ich hatte mir noch was geschrieben. 11 Millionen Dingens, was man da am besten bauen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Hat er nicht so wirklich geschrieben, aber man sollte auf der Handelskarte gucken. Das können wir mal gerade machen, ne? Was dann hier angezeigt wird, was am meisten gebraucht wird, ne? Wo die Frage, Nachfrage am höchsten für ist, das sollte man natürlich dann da bauen. Das müssen wir dann natürlich da gucken, wo die Mine, der Asteroid ist, ne? Das sollte man dann natürlich bevorzugen, weil wenn es da fehlt, dann gibt es da am meisten Reibach. Gut, dann würde ich aber sagen, das Ganze starten wir nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Gibt es denn hier Leute in der Gegend, die wir fragen können? Ich glaube, Frachter konnte man nicht fragen, das bringt nichts, ne, oder? Doch, Frachter gehen. Hast du von der KI gehört? Okay. Ich habe davon gehört. Ich glaube, die wurde zuletzt in Sektor 290 auch mal gesehen, aber sie soll sehr gefährlich sein. Also, vielleicht sollten wir auch gerade da einmal vorbeischauen. 269, 58. Weil ich weiß, was ich tue, genau. Vielleicht. Warte mal. Ist er das? Ne, das ist die Sternformation. Schiff vom Botan Schmuggler. Das ist der, der uns verraten hat, wo, wie es geht. Da ist auch Schiff vom Botan Schmuggler. Okay. Warte mal, dann würde ich doch jetzt mal gucken, komme ich da hin? Nö. Wo bin ich denn jetzt? Da wäre Craft daneben, aber. Reise? Warte mal, wenn ich rausgehe, wieder reingehe, dann bin ich wieder auf meiner Karte transferiert. Okay. Da. Okay, das ist dieser Strahl. Das bedeutet, wir fliegen erstmal da. Na, komm, wir machen das besser hier hin. Vielleicht finden wir da Leute, die uns noch weiterhelfen können. Da müssen wir hin. Springen wir da mal gerade rüber und gucken uns das da an. Können wir da auch noch fragen, wo er ist, aber dieser Schiff vom Boot an Schmuggler ist ja auch interessant. Vielleicht helfen die uns weiter, wo sein Chef wohnt. Okay, das ist tatsächlich auch angemarkert gewesen, oder wie sehe ich das? Oder, nee, wir sind jetzt daneben gesprungen, ne? Okay, dann ist das so. Falsche Koordinaten angeflogen. Ah, und Cooldown. Kühle Hyperraumantrieb, aktive Kühlung des Hyperraumantriebs findet gerade statt, damit wir danach wieder springen können.
Vielleicht hätten wir jetzt den Sprung doch nicht dahin machen sollen. Aber jetzt ist auch egal. Wir fliegen dahin und fragen da erstmal noch wen. Schauen wir mal, was das ist. Oder auch nicht ist. Na? Springen wir da mal rein in den Sektor. N und nicht. Güterschiff, die kann man bestimmt fragen, oder? Ist hier etwas Interessantes? Kriegsmaschine. Einer dieser Riesenschiffe, normalerweise sind sie inaktiv, aber dieses aus irgendeinem Grund nicht. Ah, okay. Okay, da kommt man nicht weiter und er sagt mir auch nicht, wo es war, ne? Gut, nächsten. Ja, Fregatten, Bergbauschiff, Frachter, Güterschiff, Frachter wird er, glaube ich, noch gehen. Etwas interessant, nicht, dass ich wüsste. Nicht. Okay, der hat nichts für mich. Gut, okay, dann war das das nicht. Aber hier ist jetzt der Schmuggler, oder? Nee. Ach so, da sind wieder diese Dingens, die meine eingenommenen Asteroiden schon wieder angreifen, ne? Da setzen wir die Dingens mal ab. Bevor wir weiterfliegen, machen wir gerade da automatisch schießen, oder? Wenn es nicht schon eingestellt war. Aber wenn, können wir die Unbewaffneten da ja hinsetzen, oder wie war das? Schauen wir mal. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay, werde ich. Antrieb aufladen. Und sprengen. Ja, vier Piraten, die wir gerade mal kaputt schießen dann. Aber ich lädt es ein bisschen schneller. Wäre schön. Die schießen gar nicht, oder? Die haben sich. Halt, stopp. Nee, das ist nicht. Schiffswerft. Tja, hat schon einer was gesagt? Ich glaube nicht, ne? Dieser Ort ist nichts für dich. Ihr meint das nur. Ist schon kaputt. Okay. Auch erledigt. Nee, noch nicht ganz. Okay, der ist weggesprungen. Ist der eine noch da oder? Ja, der ist noch da. Der möchte von der Seite noch was kriegen. Oh, haben die Nachschub geholt? Kann das sein? Müssen ein bisschen gucken. Das Schild ist gleich weg. Da sollte ich auch noch mal gucken, ne?
Noch jemand? Ich glaube, ich mache mal gerade die Schiffswerftplatte, wa? Wenn es geht. Ja, komm, lass uns gerade. Ach, ist jetzt nicht wichtig. Und noch einen da unten. Und schon erledigt. Und da oben sind schon wieder die nächsten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die ein bisschen demolieren können. Ja, sieht gut aus. Machen wir jetzt die Werft erst. Weil dann kommt da auf gar keinen Fall einer mehr raus. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal gerade hier ein Stück wegfliegen, damit wir erstmal unseren Schutzschild wieder kriegen. Okay. Meinen Sprung haben sie blockiert. Jetzt kommt unser Schild erstmal hoch. Da warten wir auch noch ab, bis das ein bisschen besser ist. Näher. Der ist nur noch Weltraumschrott, der eine. Der ist auch nur noch Schrott. Ah, da kommen immer wieder neue. Das spawnt hier, das ist das Ganze vergessen, also. Also wir könnten hier jetzt definitiv permanent weitermachen. Und dann hier diese ganzen Dinge einsammeln, ne? Torpedo im Anflug. So. Torpedo hat getroffen. Ich dachte, wir hätten solche Dinger da zum Abwehren. Wahrscheinlich das, was der Thomas schon immer gesagt hat, ne? Mach hier mal einen Klick drauf und sag mal, aktuelles Ziel angreifen zum Beispiel. Ja, aber so wie wir sehen, macht das alles keinen Sinn hier, ne? So, der hat uns wieder getroffen. So, wir müssen die auch in Gruppen einteilen, das haben wir auch nicht gemacht, ne? Hat auch nicht funktioniert. Ja, da ist er. Letzten noch.
Aber wie ich sehe, wird dann wahrscheinlich gleich der nächste wieder da sein. Und dann kommen gleich die nächsten, ne, wenn ich den auch noch gekillt habe. So, Sektor gesichert. Okay, wir haben es doch geschafft. Sichere einen Piratensektor. Okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir das schaffen. Haben aber ganz schön gelitten, ne? So. Was ist das Grüne da? Ach, mein Asteroid ist das, okay. Warte mal, da sind ganz viele schicke Sachen, die holen wir da mal gerade weg. Ah, es gibt viele roten, da rechts sind auch noch welche. Zeigt da so ein bisschen am Rand immer jetzt an, ne? Sehr gut gemacht, da oben ist auch noch ein grüner. Aber ja, da sammeln wir jetzt ganz viele Sachen ein, ne? So, da oben. Da ist auch noch einer. In grün. Unten ist auch noch ein grüner. Ah, es sind ein paar mehr, die hier noch einzusammeln sind, ne? Okay. Qualitätskanone. Ungewöhnlich. Ich hatte gedacht, ungewuchtet. Da sind auch noch welche. Zwei, da ist einer und links daneben ist auch noch einer. Glaube, die linke ist näher, kann das sein? Fliegen wir gerade erst den linken an? Nee. Ah, ich glaube, tut sich nichts. Fliege mal da erst hin. Was kriegen wir da? Distanz-Doppelshooter, selten. Was ist das hier? Ist das ein Versteck? Ne, das war ein Köpfe Hydra, kläglich. Da ist das blaue. Wenn es der ist. Aber ist halt so. Jetzt reisen wir ein bisschen hin und her hier, ne? Wegen diesen Dingern. Der in der nächsten Nähe war, den haben wir leider nicht gefunden so schnell. Aber naja, wir werden sie alle kriegen, wenn sie nicht vorher verschwinden. Ja, wenn sie nicht vorher verschwinden, ne? Oder wir voll neben her fliegen. So, den haben wir. Distanz-Doppelshooter. Und wo ist der Grüne jetzt? Da ist er, der ist ganz in der Nähe eigentlich gewesen. Fliegen wir den auch noch schnell an. Da oben ist noch ein blauer. Das war ein Ocelot-Klasse-Nuklear-Torpedo. So, wo war der blaue jetzt? Da unten. Ah, da sind noch mehrere. Okay, dann holen wir den hier erst. Da links blinkt was auf. Was sagt mir das? Distanz-Doppelshooter, internes Verteidigungswaffensystem, okay. So, da blinkt was. Dann gehe ich da gerade erstmal hin. Da in der Nähe ist ja auch gerade so ein blauer Blips. Dann gucken wir uns das mal an, warum das da blinkt.
glaube, das ist ein Versteck, oder? Wir holen uns erst dieses hier. Distanz-Doppelshooter selten. So, jetzt müssen wir da gucken, dass wir da näher dran kommen. Wer weiß, was das für ein Ding ist. Piraten greifen den Sektor an. Ja, super. Einer ist weg. Der ist auch weg. Okay. Erledigt. Ist noch einer da? Glaube nicht. So, wo blinkt's jetzt? Da. So, jetzt ist das Blinken erstmal dran. Dann müssen wir näher ran. Räumen wir uns den Weg mal frei. Klassik. Titan-Militärschrock, das ist eher Bergbauer. Okay. Interagieren. F. Oh Gott, eine Mission aktualisiert. Okay. Da steht bestimmt irgendein anderes Buch, oder? Kriegen wir da ein Subsystem? Hyperraumverstärker. Puh. Da unten sind noch Klamotten. Ah, die sind ziemlich nah, da fliegen wir noch gerade vorbei. Bergbau und Doppeldistanz-Doppelshooter. Soweit wie ich jetzt sehe, ist am Rand nichts mehr zu sehen. Das heißt, ich habe alles aufgesammelt. Würde jetzt eigentlich schauen, dass wir hier jetzt erstmal einen Cut machen zu unserem Dingens, dann nachher fliegen zu unserer Mine und die dann aufbauen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.